Susanne Schauber hat sie schon gesagt, dass mit der Expertin daran arbeite ich noch, aber ich bin auch von Haus aus examinierte Krankenschwester und habe auch 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet, bis ich dann 2014 im Landtag gelandet bin und habe auch ein abgeschlossenes Studium als Diplompflegefachwirtin. Wir haben ein was erreicht als Opposition, nämlich die Einsetzung einer sogenannten Pflegeenquete. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass das unser Einsetzungsauftrag war. Die Koalition hat dann unseren Einsetzungsauftrag übernommen, weil sie wollten gern, dass wir parteiübergreifend die Einsetzung gestalten. Darauf haben wir uns nicht eingelassen, weil wir gemeinsam mit der AfD dieses Thema, wir wollten nicht mit denen auf einen Zettel stehen. Ich war dann die stellvertretende Vorsitzende dieser Enquete und ich möchte einfach so vielleicht in 20, 25 Minuten mal beschreiben, wie es eigentlich die Ist-Situation im Freistaat Sachsen. Die Enquete hat sich 2,5 Jahre Zeit genommen, das mal zu analysieren. Natürlich in unserer Welt zu spät, weil wir haben schon lange einen sogenannten Pflegenotstand. Wir begrüßen auch den Direktkandidaten hier für dieses Gebiet, den Tino Wirtz. Wir haben schon gerade von dir gesprochen und ich würde jetzt einfach mal anfangen. Die Enquete nannte sich Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen. Wie ist jetzt, ich würde jetzt einfach mal überspringen, was so eine Enquete ist. Es ist eine Kommission aus Abgeordneten und Sachverständigen und wir haben ein anderthalbes Jahr damit verbracht, Sachverständige anzuhören, die aus allen möglichen Sparten kamen, von pflegenden Angehörigen, Betroffene, also Pflegende und aber auch Menschen, die selbst von Pflege betroffen sind oder davon angewiesen sind. Die Ist-Situation für Sachsen. Das sind jetzt die Zahlen von 2015. Mittlerweile hat sich das ein klein wenig erhöht, aber ich fange jetzt erstmal damit an. Es lebten rund 4,8 Millionen Menschen im Freistaat, jetzt sind es ein bisschen mehr, also jetzt sind es fast 4,2 Millionen Menschen. Und davon waren 1 Million älter als 65 Jahre. Bis 2030 wird die Zahl auf rund 1,2 Millionen steigen. Das heißt, es steigt um über 15% an. Die Zahl der Sachsen zwischen 20 und 65 Jahren wird sich hingegen um 12,5% verringern. Und allein an diesem Zahlenbeispiel sehen Sie, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also das ist auch eine mathematische Gleichung, die hier nicht aufgeht. Wir haben 15% mehr Ältere und 12,5% weniger, die für die Älteren da sein können. In Sachsen ist das also besonders relevant, weil wir zur gesamten Bundesrepublik 3 Jahre älter sind als der Bundesdurchschnitt. Sind also das älteste Bundesland. Was dem wiederum noch einen Schwierigkeitsgrad mehr gibt, ist, dass die zwar erfreuliche steigende Lebenserwartung, aber die hat natürlich auch, bringt mehr Aufgaben mit sich. Denn ab 80 Jahre steigt die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, logischerweise signifikant an. Und was wir zudem auch noch haben, also wir haben aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung auch noch, dass die Menschen immer multimorbider, also mehrfach erkrankt sind. Die haben also nicht mehr nur eine Krankheit, wie zum Beispiel in Anführungsstrichen nur Diabetes, sondern sie haben dann eben noch
eine Amputation zu kämpfen, Zustand nach einem Herzinfarkt, Bluthochdruck und so weiter. Also sie sind mehrfach erkrankt, wo eigentlich jede Erkrankung für sich einen gewissen Pflegemehraufwand bedeutet. Die Datenbasis dieses Berichts liegt also die Pflegestatistik, beruht auf 2015. Neuere Zahlen waren zu dem Zeitpunkt nicht vorhanden. Wir haben insgesamt in Sachsen rund 170.000 pflegebedürftige Menschen. Davon sind, das ist auch interessant, 110.000 rund Frauen und die Männer sind fast die Hälfte. Ist auch klar, woran das liegt. Wir Frauen leben einfach länger. Ja, wir überleben die Männer. Ja, das ist einige Männer, von denen habe ich jetzt gesehen, tun das bejahen. Ich würde mich jetzt nicht weiter so darüber äußern, warum das so ist. Das kann jeder sich selbst beantworten, glaube ich. Ja. Wie sieht es mit der Betreuung aus, was vielleicht auch ganz interessant ist? 30% werden stationär versorgt, also rund 30%, und rund 30% werden von ambulanten Pflegediensten betreut. Und es insgesamt sind ungefähr Pflegegeldempfänger bei rund 40%. Und etwa 100.000 Personen, die Hilfe oder Pflegebedarfe haben, mit denen rechnet man, die aber eben keine Anträge stellen an Kassen oder an Sozialleistungen oder Hilfebedarfe anmelden. Warum das so ist, da gibt es verschiedene Gründe. Ne? Die einen werden eben einfach so zu Hause gepflegt, wo der Angehörige sagt, bis ich hier durch den ganzen Wust durch bin, mache ich alles selbst. Und haben auch noch die finanziellen Möglichkeiten, das selbst irgendwie zu stemmen und wollen sich damit nicht behängen. Also das ist so ein großer Teil, und da rechnet man also mit dieser 100.000 Personengruppe. Wir haben dann die Pflegebedürftigen zu 2017, also das sind die neuen Zahlen, die aber nicht Datengrundlage der Enquete waren. Dann sehen Sie schon, wie der Anstieg ist innerhalb von 2 Jahren. So dass man also davon ausgeht, dass die 15%, die die Pflegearbeit, von der die ausgeht, schon mal nicht mehr stimmt. Wir haben 205.000 Pflegebedürftige in Sachsen, ist also zum prognostizierten Anstieg nochmal 7% mehr, also rund 22,8% mehr bereits in 2 Jahren. Davon stationär rund 60.000, also 6,5% mehr. In den Pflegediensten ein Anstieg von über 20% auf 60.000 und die Pflegegeldempfänger bei 94.000. Das ist ein Anstieg von fast 40%. Das liegt aber auch daran, dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff gesetzlich verändert wurde. Was natürlich gut ist, also mehr Menschen haben Anspruch, weil die ganzen Demenzerkrankungen und so weiter jetzt auch einen Anspruch auf Leistungen haben, ist natürlich aber an sich für das Pflegesystem erstmal eine Hausnummer. Wird mir sicher da Volkssolidaritätschef da recht geben, das stellt natürlich Leistungserbringer erstmal vor große Herausforderungen. Und der Pflegebedürftigkeitsbegriff hat sich zum 1.1. geändert. Was heißt das Pflegebedürftigkeitsbegriff? Ich habe es schon gesagt, was im Prinzip neu dazugekommen ist, dass die kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen, also wie zum Beispiel die Demenz, einen höheren Stellenwert bekommen und eben in den Bedürftigkeitsbegriff mit aufgenommen werden. Für uns als Linke reicht dieser Pflegebedürftigkeitsbegriff immer noch nicht aus, aber wir sind froh, dass er schon erstmal so jetzt diese Analyse und diese Verankerung im Sozialgesetzbuch hat, weil das ist schon, sag ich mal, für Betroffene
ein ganz positives Signal. Pflegebedürftige versus Pflegepersonal. Wir haben also diesen Anstieg von 22,8 Pflegebedürftigen und die werden versorgt von, also wir haben vor uns die Zahl, wenn Sie die noch, ne, rund 205.000 werden versorgt von 68.000 Pflegekräften. Und das Ganze im Freistaat Sachsen bei 1.121 Pflegediensten und in rund 970 Pflegeheimen. Dann haben wir vorhin schon gesagt, was also eine große Katastrophe für den Beruf an sich ist, ist die Verweildauer, die so schlecht ist wie in kaum einem anderen Beruf, nämlich gerade mal von 8 Jahren. Das heißt, im Durchschnitt arbeitet eine ausgebildete Pflegekraft maximal 8 Jahre in ihrem Beruf. Und das liegt nicht immer nur am Geld, sondern natürlich auch an den Bedingungen, die in der Pflege herrschen. Und auch manche können es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Das ist aber was, also diese Zahl, das geht aus einer Studie der Barmer hervor, die sucht seinesgleichen in anderen Branchen. Die hast du noch nicht mal im Straßenbau. Ja. Im Jahr 2030 muss mit ungefähr 300.000 Pflegebedürftigen im Freistaat gerechnet werden. Durch das immer älter werdende ist die Zunahme demenzieller Erkrankungen oder altersbedingter psychiatrischen Erkrankungen sowie eben dieser Mehrfacherkrankungen, davon ist auszugehen. Also man rechnet mit ungefähr 2/3 aller Bewohner oder Pflegebedürftigen. Die Arbeitsbedingungen wurden auch analysiert und die Diagnose ist für uns als Pflege klar, wir haben einen Pflegenotstand. Mehr als 90% der Pflegenden arbeiten an Sonn- und Feiertagen. Klar, kriege ich auch immer wieder gesagt, das Augen auf bei der Berufswahl. Ja, das stimmt. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man ein Wochenende im Monat arbeitet oder zwei oder eben alle 4. Mal einen Freitag, mal einen Sonntag, mal einen Samstag. Da wird gesagt, jetzt stell dich nicht so an, es ist ja nur ein Tag vom Wochenende. Aber jeder weiß, dass wenn man Freitag Nachmittag mal einfach sagen kann, ich plane jetzt mal 2 Tage für mich und gehe erst am Montag, wie toll das ist. 77% arbeiten in Schichten, und zwar komplett Schicht, früh, spät und Nacht. Und 50% leisten Nachtschichten. 68% der Pflegenden heben schwer. Mal im Vergleich der Bauarbeiter, bei denen sind es in der Berufsgruppe 54%, die schwer heben. Ja, rausfallen tun hier Pflegende, die besondere Aufgaben haben, zum Beispiel die nur Blutentnahmen machen oder zum Beispiel die am Schreibtisch sitzen oder eben nicht mehr heben dürfen, und deswegen verteilt sich das so, wie es hier steht. Pro Schicht 8 Tonnen. Ja, genau. Also so Experten ausgesagt. Ja. Pro Schicht 8 Tonnen, da wissen Sie Bescheid, aber natürlich die Berufserkrankungen in der Pflege nehmen auch zu. Was abnimmt, sind die Anerkennung von Berufserkrankungen. Hm. Was wurde noch herausgearbeitet, das wird die hier pflegen, unter Ihnen sicher nicht erstaunen, das ist der immense Dokumentationsaufwand. Der MDK tut natürlich auch sein Übriges dazu, weil hast du mal einen Haken nicht gesetzt, oder ein, was nicht eingeschrieben ist, es eine nicht erbrachte Leistung. Und dann bekommt man kein Geld dafür. Gerade im stationären Bereich ist das enorm, betrifft auch sehr die Krankenhäuser. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen verfolgt hat. Man hat also im Moment stehen in Millionenhöhe allein im Freistaat Sachsen bei Krankenhäusern Gelder aus, die Kassen nicht bezahlen, aufgrund einer mangelnden oder beanstandeten Dokumentation. Dann diese keine geregelte oder planbare Freizeit.
weil die Personaldecke ist so dünn, einer fällt aus kurzfristig, wird krank, also was ist die Folge? Andere werden aus dem Frei- oder Urlaub geholt. Dann natürlich der enorme Zeitdruck, sein Pensum zu schaffen, auch das muss ich nicht näher drauf eingehen, ich glaube, das ist Ihnen allen klar. Und dann eben gerade im stationären Altenpflegebereich die Nachtwachen mit einer ganzen Station oder im ganzen Haus alleine. Und da kann man sich vorstellen, was für ein Druck auf den Pflegenden liegt, wenn nur ein was schief geht in der Nacht, dass einer aus dem Bett fällt, sind im Prinzip die anderen 39 oder die anderen 60 unversorgt. Weil man sich natürlich erstmal um die kümmern muss. Ne? Und was natürlich auch angesprochen wurde in der Diagnose, ist dieser ungleiche Lohn zwischen Ost und West. Es liegt bei Pflegefachkräften ungefähr bei 500 Euro Differenz und bei Altenpflegehelferinnen oder Pflegehilfskräften zwischen 800 und 1000 Euro. Und das ist nicht wenig. Ja? Wir hatten auch vorhin schon das Thema Betreuungsschlüssel. Mal ein Vergleich mit Europa, weil wir ja gerne uns immer so als Sieger sehen. Hier an der Stelle kann man sagen, in diesem reichen und fortschrittlichen Land Deutschland, wenn man uns in der Pflege als Sieger sehen, dann musst du die Tabelle drehen. Auf 100 über 80-Jährige kommen in Deutschland gerade 11 Vollzeitaltenpfleger. In Schweden sind es 33. Nur mal zum Vergleich. Der Betreuungsschlüssel im Krankenhaus. In Norwegen sind knapp, also 3,8 Patienten auf eine Pflegende und in Deutschland 10,3 Patienten auf eine Pflegende. Also hier sehen Sie, es liegt nicht nur daran, dass wir zu wenig Leute haben, unsere Pflegepolitik ist schlecht. Also das muss eigentlich vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Was wir natürlich immer haben, ist diese Realität versus dem Anspruch. Denn 27% geht auch aus dieser Studie heraus und wurde von uns auch nochmal herausgearbeitet. 27% der Pflegenden haben das Gefühl, häufig an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gehen zu müssen, versus dem, dass man also im Prinzip eigenständig arbeitet und also was man eigentlich in der Definition als Pflege leisten soll. Ja, das heißt, dass also man ein ordentliches Arbeitsumfeld hat. Also knapp 30% haben das Gefühl, dem Anspruch nicht gerecht zu werden und sind schlicht überfordert. Und das halte ich noch für eine Zahl, die noch recht gering ist zu dem, was man erlebt, wenn man in die Praxis geht oder mit den Leuten spricht. Was macht das? Wir haben vor uns schon die Debatte gehabt in einem Gespräch, was macht das in der Realität mit den Menschen aus, die gepflegt werden müssen? Und das ist was man natürlich auch ganz gerne verschweigt, was aber Realitäten sind. Auswirkungen von Druck und Zeitmangel für Pflegebedürftige. Bei jedem vierten Pflegebedürftigen erfolgt die Wundversorgung nicht nach dem aktuellen Wissensstand. Relevante Gewichtsverluste werden nicht erkannt, da nicht mehr regelmäßig gewogen wird. Die Kubitusprophylaxen, also das sind diese Druckstellen, sind mangelhaft, weil zum Beispiel Bewegungsmaßnahmen oder Hautinspektionen nicht regelmäßig und mehrfach am Tag durchgeführt werden können. 5% der Pflegebedürftigen erhielten nur einmal im Monat Unterstützung beim Duschen. Ansonsten wird halt Wäsche gemacht mit dem Waschlappen und der Schüssel. Ja. Mitarbeiterinnen in der Pflege und Betreuung müssen mindestens alle 2 Jahre in Erste Hilfe und Notfallmaßnahmen geschult werden. Hier gibt es eine deutliche Verschlechterung. 2013 erfüllten diese Anforderungen noch 95% der geprüften Heime
und 2016 waren es nur noch 74%. Also auch das ist vielleicht ein kleines Beispiel, aber wie im Prinzip dann natürlich auch Weiterbildung und Ausbildung aufgrund von Zeit- und Personalmangel leidet. Wie ist die Enquete an sich vorgegangen? Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht in Form von Anhörungen. Institutionen, Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretung, betroffene Angehörige, Ehrenamtler. Daraus haben sich drei Handlungsfelder ergeben, nämlich das Querschnittsthema Wohnen. Und auf das gehe ich jetzt dann nochmal kurz ein. Und die Bearbeitung der Handlungsfelder an sich wurden in Anhörungen in der Kommission gemacht und danach gab es Arbeitsgruppen, die sich im Prinzip mit der Datenerhebung und mit Textabschnitten beschäftigt haben. Und dann hat hier das ewige Lächeln Herr Rösler, das dann am 23.01. feierlich übergeben. Wie gliederte sich also das Handlungsfeld 1 waren pflegebedürftige Angehörige und Ehrenamt. Also da wurden herausgearbeitet die Bedürfnisse und Bedarfskonstellationen und pflegende Angehörige als tragende Säule der Pflege, weil 75% werden zu Hause versorgt. Und eben auch das Thema niedrigschwellige Angebote wie Alltagsbegleiter und Nachbarschaftshelfer. Das Handlungsfeld 2 beschäftigt sich mit dem Beruf, also mit der Ausbildung, mit Fort- und Weiterbildung, mit der Akademisierung der Pflege, Belastung am Arbeitsplatz, Vergütung, Fachkraftquote, Personalschlüssel und die berufliche Selbstverwaltung. Dann das Handlungsfeld 3, pflegerische Versorgungsinfrastruktur. Also die Beratungsstrukturen, wo wir zum Beispiel als Linke die Pflegekoordinatoren bzw. unabhängige Pflegeberatung fordern, die Schnittstellenproblematik im Allgemeinen ambulant und stationär, die Rolle der Kommunen, was also ganz klar wurde, was wir auch mit Vehemenz von Anfang an fordern, ist Prävention. Also wie befähige ich Menschen und auch Angehörige, dass Menschen nicht stationär untergebracht werden müssen. Also auch schon, dass sie zu Hause auf bestimmte Dinge achten, dass sie rechtzeitig Wohnungen umbauen, dass sie mit Sturzprophylaxe umgehen können, etc. pp. Es hat sich daraus auch das Querschnittsthema Wohnen logischerweise ergeben, nämlich so lange wie möglich in den vier Wänden zu bleiben und Beratung in altersgerechten Wohnraumanpassungen und so weiter. Und das sächsische Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz, ne, was dann also auch mit Quartier, Lebensraum etc. So, Leben, Wohnen bei Pflege und Unterstützungsbedarf. Also man muss hier schauen, dass das alles bezahlbar bleibt oder dass es eben gestützt wird, wenn ich Wohnungen anpasse oder umbauen. Zum Beispiel wäre hier eine Forderung, so eine Umzugsbeihilfe, dass man sagt, wenn man also wenn man einen Hof hat und kann dort nicht mehr versorgt werden, dass der Umzug in irgendeiner Form finanziert wird, dass ein Umbau finanziert wird und. Oder Förderung von Darlehen zum Zuschusswandeln, weil ganz viele Betroffene haben uns auch gesagt, wenn sie dann über 65 oder 70 sind, die bekommen ja gar keinen Kredit mehr, um irgendwas umbauen zu können. Und dafür muss es natürlich auch Möglichkeiten geben. Das Pflegewohngeld versus der Erhöhung der Investitionskostenzuschuss, also über Eigenanteile wurde heute auch schon viel gesagt, ne? Dann müsste eigentlich das sächsische Wohngesetz novelliert werden. Technikunterstützte Angebote im Sinne von Teilhabe vom selbstbestimmten Leben muss ausgebaut werden. Wohnraumberatungsangebote in den Kommunen und zwar kostenlos und einheitliche Ansprechpartner zur Förderpolice. Meistens ist es so, die AOK macht das schon zum Teil, aber du musst dann auch von Pontius zu Pilatius rennen.
was unterschiedliche Berater für Dinge, die also Hilfestellung geben, unterschiedliche zu medizinischen Fragen und unterschiedliche eben auch, was das Wohnen anbelangt. Ne? Dann haben wir den Lebensraum Quartier, das würde ich mal so grob überspringen. Das sind dann auch Ideen, die entwickeln würde, wo wir auch einige Forderungen schon lange haben. Eins davon sind Multifunktionshäuser, wo wir schon lange gesagt haben, dass sowas gerade im ländlichen Raum überfällig ist. Das heißt, wo du von Bäcker, Friseur, Arzt und Apotheke und Physiotherapie alles unter einem Dach hast. Dass also der Mensch, der einmal schon einen relativ weiten Weg auf sich genommen hat, alles an einem Ort hat. Ja. Solche Überlegungen gab es schon zu DDR-Zeiten, das erfinden wir jetzt alles neu, weil das ja früher bis aufs Ampelmännchen alles schlecht war. Ja. Dann natürlich der öffentliche Raum, also wenn man gerade in die skandinavischen Länder geht, da ist das selbstverständlich, dass Dinge barrierefrei sind, dass die Busse niederflur sind, dass man überall eine behindertengerechte Toilette hat. Das ist ja hier, da sind wir noch so weit davon weg. Und dass das irgendwie normal zum Lebensbereich gehört. Und natürlich präventive Hausbesuche, aber dazu haben wir vorhin schon mal was gesagt. Was sind die Bedürfnisse? Aus unserer Sicht, wir haben eine valide Datengrundlage und jetzt braucht man einen Landespflegeplan, wo man das schon strategisch ansetzt und eben Pflege plant für den Freistaat. Da gehört Gesundheitsförderung, zum Beispiel Prävention und Reha, mit rein. Über Reha redet kein Mensch, also gerade Reha von Alten ist ja auch, also so nach dem Motto, ist alt, kann weg. Ja, also da macht sich kaum noch einer Gedanken, dass das aber letztendlich auch effizient wäre, wenn du also auch nach einer Hüfte, auch wenn du 80 bist, und vorher im Prinzip mopsfidel warst, Sinn macht, weil der dann länger zu Hause bleiben kann und nicht stationär untergebracht wird. Das sind eben solche Sachen, die offensichtlich im Leben oder im Weltbild der Regierenden nicht vorkommen. Natürlich die adäquate Vergütung von Wegen im ländlichen Raum, und das trifft nicht nur auf Pflege zu, sondern auch von Ärzten. Weil es, na klar, also das Elend ist, warum lassen sich denn Ärzte hier nieder? Weil die Patienten nicht zu ihnen kommen können, weil kein Bus und Bahn mehr fährt, weil sie keine gescheite Schule haben und weil sie vielleicht in der Zeit nicht das verdienen können, was vielleicht jemand anders verdient, der in der Stadt arbeitet und einfach auch längere Wege haben. In der Zeit, wo der Arzt in der Stadt 10 Patienten fahren, die vielleicht zu 2 Patienten. Und natürlich auch die Belastung des selber Autofahrens etc. pp. Der besondere Augenmerk auf Demenzerkrankte und Menschen mit Behinderung und was jetzt neu dazukommt, was die AfD gerne aus dem Bericht heraus haben wollte, ist die Kultur und der diversitätssensible Pflege. Und natürlich auch die Menschen mit Migrationshintergrund, dass man auf deren Bedürfnisse ausgibt, das wollten sie streichen lassen. Dann die pflegenden Angehörige, ich hatte das schon gesagt, 75% der Pflegebedürftigen werden von Angehörigen betreut. Da hat die Ministerin sich hier groß gelobt, sich selber gelobt, weil das ist was, das kann sie wirklich gut, dass sie eine Woche der pflegenden Angehörige macht. Aber ganz ehrlich, davon können die sich nicht kaufen. Nee. Also die brauchen Beratung und Entlastung, gezielte Informationen über Gesundheitsförderung und Reha für sich selbst auch. Dann brauchst du natürlich auch Kurzzeitpflegeplätze, dass die auch mal entlastet werden. Wir fordern als Linke eine Entgeltersatzleistung, ähnlich wie beim Elterngeld, damit die Angehörigen in Armutsrisiko rutschen. Dass du also sagst, ich bleibe jetzt mal das halbe Jahr oder ein Jahr zu Hause, ohne dass ich Angst haben muss, A, vor Arbeitsplatzverlust oder B, dass ich dann halt kein Geld mehr bekomme, und die rentenrechtliche Gleichstellung zur Erziehung und Pflegezeiten. Eine politische Mitbestimmung brauchen die und auch eine Fachstelle, die aus unserer Sicht auch angesiedelt bei der Staatskanzlei angemessen wäre. Beruflich Pflegende, ganz klar, das haben Sie sicher alle schon gehört, die Vergütung erhöhen,
Der Flächentarifvertrag auf mindestens 3.000 Euro brutto. Das ist sehr schön. Angleichung der Löhne von Kranken- und Altenpflege, auch unter den Bundesländern. Vergütung auch nach Qualifikation und nicht nach Einsatzort. Dann die gesetzliche, verbindliche und an Bewohnerstruktur ausgerichtete Personalausstattung. Also diese Präsenzrichtwerte, wir sagen dazu natürlich auch Personal, ähnlich wie im Kita-Bereich, ein Personalschlüssel, eine Personalbemessung. Ne? Weder Azubis über alle drei Ausbildungsjahre noch Pflegedienstleitung oder Mitarbeiterinnen, Qualitätsmanagement. Also man muss hier den Pflegepersonalschlüssel für alle einrechnen und nicht Auszubildende sozusagen einfach mit verwursten. Ja, das ist ja auch relativ häufig, okay, du machst jetzt den Dienst, hast noch eine Schülerin. Nee, sowas sollte eigentlich nicht sein. Planungssichere Frei- und Urlaubszeiten, Berichterstattung zu den Gesundheitsfachberufen, dass Politik auch dranbleibt. Und eine Forderung im Bericht ist auch berufliche Selbstverwaltung und politische Mitbestimmung. Dann die Aus-, Fort- und Weiterbildung, das bundeseinheitlich. Ich meine, wir sagen das in der Bildung, dass das Quark ist, dieser Föderalismus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Ausbildungsberufe. Auch bei Helfer- und Assistenzberufen. Die Akademisierung der Pflege hebt natürlich, macht es auch attraktiver, weil man hat Aufstiegschancen. Da liegen wir total hinten runter. Also die skandinavischen Länder haben über 100 Studiengänge für Pflegende. Wir haben hier, glaube ich, im Moment 14 oder 19. Und dann haben wir noch ein paar praktische Akademisierungsmöglichkeiten in einem dualen System, aber keine Einsatzmöglichkeiten und keine Vergütungsstruktur für so einen Physical Assistant oder so. Also wir wissen gar nicht, was wir mit denen machen sollen. Und natürlich Anreize für Berufsrückkehrer schaffen. So, und zum Schluss, weil dann habe ich die, glaube ich, genug. Ich ratter jetzt hier mal kurz durch. Die Zuständigkeiten, Kompetenzen und Schnittstellen in der Versorgung und Beratung. Was müssen wir machen? Ausreichende Pflegeheimplätze schaffen, verbindliche Rahmenbedingungen dazu feststellen, Ausweitung der Pflegenetze, personelle und finanzielle Aufstockung, die Pflegekoordinatoren, dann natürlich mit einem eigenen Budget, Wohn- und Ortsordner, Beratungsangebote mit festen Ansprechpartnern, Ängste und Hemmschwellen abbauen, Harmonisierung des sozialen Gesetzbuches, ein Prüfauftrag für Dynamisierung von Pflegeleistungen und Budgetlösungen sollen auch möglich sein. Kurzum, wir fordern als Linke, und das ist unser größter Dissens zu dem Bericht, das ist auch was, was wir nicht reinverhandeln konnten. Wir sagen, Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben deswegen dann als Konsequenz aus dem Enquetebericht, den ich jetzt zu Teilen vorgetragen habe, die Pflegeversicherung in eine Vollversicherung umgestalten, ist unsere Forderung, weil wir sagen, mit der Teilkasko ist niemandem geholfen. Weder denen, die die Leistung erbringen, noch denen, die die Leistung benötigen. Auf dem Weg dorthin muss es eine Deckelung für die Eigenanteile geben, für die Pflegebedürftigen, und das kann auch nicht zu Lasten der Leistungserbringer gehen, also dass dann letztendlich Pflege noch weniger verdient, damit der Patient weniger zuzahlen muss, sondern das muss, wenn es nicht anders geht, staatlich subventioniert werden. So, das wäre es jetzt im Schnelldurchschnitt. Letztendlich kann man sagen, der Enquetebericht trifft all unsere Forderungen, was wir als Linke, und das kann ich ohne Not behaupten, schon seit 10 Jahren im Prinzip vor uns hertragen, wie ein Mantra, wo wir ausgelacht wurden, haben sie jetzt aufgrund weise Sachverständigen gehört. Wir haben trotzdem einen sogenannten Minderheitenbericht gemacht, also wir haben Dinge, die aus unserer Sicht fehlen, noch selbst mit aufgeschrieben, die sie verhindert haben, dass die hier drinnen vorkommen.
Das ist zum Beispiel die Finanzierungsfrage und auch in Ausbildungsfragen. Und insofern wäre es jetzt eigentlich an der Zeit, dass man das nimmt, die Handlungsoptionen, und das sofort umsetzt. Dann hätte man gegebenenfalls noch eine Chance, also retten tust du es jetzt sofort ja auch nicht mehr. Das ist ja wie mit der Polizei und wie mit den Lehrern. Das ist schön, dass hier Meister Kretschmer jetzt draufschreibt, 1000 Polizeistellen mehr. Na, herzlichen Glückwunsch für die Erkenntnis. Das kann man schön auf dem Plakat schreiben, aber man muss schon dazu sagen, wer hat es denn abgebaut. Und das ist in den Gesundheitsämtern so. Und man hat auch, wir haben viel Pflege und viel Ärzte ausgebildet in den letzten 30 Jahren. Aber es sind unfassbar viel weggegangen. Ich kann nur sagen, für meine Klasse, wir waren 30 Auszubildende in den frühen 90ern. Und davon ist noch ein Kollege, der aber jetzt mittlerweile ein hohes Tier beim MDK ist, und ich noch da. Die sind im Osten geblieben. Und ich bin zwischendurch auch 2 Jahre in die gebrauchten Bundesländer gegangen. Erstens musste ich meine Finanzen aufstocken und zweitens wollte ich wissen, ob die wirklich so sind, wie ich mir das vorstelle, die Wessis, oder ob die auch nur mit Wasser kochen, und habe mich sehr wohl gefühlt, bin aber zurückgekommen, war aber für mich zum damaligen Zeitpunkt in der Gehaltseinbuße von fast 1000 Euro. So, und wenn man dann jung und ungebunden ist, das merken wir jetzt aber auch, weil meine Generation ist die Generation, die jetzt fehlt, den Alten fehlt, und die Alten sind jetzt alleine und werden eben nicht zu Hause gepflegt. Also das vielleicht mal, aber trotzdem, ich hasse das, wenn man so schwarz malt, obwohl es schwarz ist, deswegen plädiere ich dafür, ein bisschen mehr Rot ins Schwarz zu bringen. Mit 51% kriegen wir das hin, und wenn Sie den Herrn Wirtz dann noch mitwählen würden, wäre das auch gut, weil der könnte uns dann auch dabei, für mich dann dabei im Landtag unterstützen, und jetzt bin ich für Ihre Fragen offen.